Eisen! Hör mir auf! Ich kauf's inzwischen schon. Weißt du, dann habe ich Entzugserscheinungen davon. Iridium. Aber sowas, das ist, da kommt Sachen noch was, da kriegst du auch ein zu viel. Also warte, ne Quatsch, das war Lehm. Ah, cool. Ja, cool, die haben auch schon, das ist gut. Ah, okay, noch geht's. Wenn jetzt auch noch eins kommt, was wir noch nicht hatten, dann müssen wir das Inventar lernen. Na? Nur mal so am Rande. Und zwar das hier. Ah, so. Also, aussortieren. Wir brauchen dich als erstes nicht. Ach, wobei. Wir schmeißen alles raus einfach. Scheiß drauf. Das habe ich nicht damals auch gemacht. Weil bei 337 Geoden, die du zerklopfst, da wirst du blöd da dabei. Ganz ehrlich, da flippst du total aus. So. Zip und zip und. Nein! Das nicht. Das wär jetzt zu viel. So, den Platz brauchen wir noch vorbei. Es geht eigentlich 2,20, also von Rechnung her müsste man es theoretisch einfach so schaffen, dass es die erste und letzte Leerung wäre. Also zumindest wenn wir bezüglich da auch, dass wir die Sachen verschrotten. Oh, Kupfer, hätte ich nie erwartet. Oh, guck mal, hatten wir schon, ne? Ja, ja. Ich kenne die Sachen vom Sinn, kenne sie auswendig, wie die heißen, keine Ahnung, aber hat man schon. Hat man auch schon. Kohle, ei, 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 faszinierend, du. Hm, kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich gehe in die Mine. Vielleicht mal Pech, vielleicht brauchen wir einfach Pech. Und vielleicht brauchen wir gar nichts, vielleicht kommt irgendwann die Meldung, sie haben gar kein Glück mehr. Also ist kaputt, aus, Ende, finite, ne? Ist nichts Minus oder so, ist einfach nur weg. Oh. Ach, das hatte ich ja genau, dann habe ich ja neu geladen. Ah, stimmt, das hat man jetzt noch nicht. Das könnte man jetzt mal zum Gunter bringen. Hatte ich aber in der Aufnahme, habe dann allerdings neu geladen, weil ich es nicht eingesehen hatte. Ich glaube, 300.000 mit die Scheiße auszugeben. Das war dann doch ein bisschen zu blöd. Das hat man nicht auch schon. Yep. Extremely rar. Ja, ja, klar. Logisch. Hatte ich nur 50 Mal schon. Iridium. Oh, Lehm. Und zu guter Letzt nichts mehr, außer Scheiße. Blöder Pisser. Blöder Schmied, Mann. Der kann einfach nichts Gescheites da rausholen. Ah, hallo. Ich hätte gern Donuts fürs Museum, ne? Hier, schmeiß mal da ein. Nix kriegen wir von dem... So. Busstopp. Ah, stimmt, da steht der Takar. Ach, die Vögel haben ab, schade. Yep. Wir gehen in die Wüste. Gehen wir ein bisschen in die Mine. Und klopfen da mal fleißig. Wenn ich sage, in einer anderen Wüste, das ist... Ich glaube eh nicht mehr, dass wir irgendwo noch was kriegen, wo was wir noch nicht gehabt hätten, überhaupt. Also von daher, das ist so, also das Ventino-Eye oder der Dropshow, also ich sehe das gerade total schwarz. Und da liegt meine größte Hoffnung echt noch im Angeln. Au. Könntest du vielleicht mal vorher mal ankündigen, du Arsch? Achso, warte mal. Wo ist meine Happy Happy? Ne, ist was Falsche. Wo ist denn das? Da ist es. So. Ja. Yep. Oh, hätten wir vielleicht vorher nehmen sollen. Oh, und wir sind zum Glück ja erhöht worden. Oh, da, 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 da. Komm her, Mann. Oh, du kleiner blöder weiblicher Dinger. Auch du. Yo, der hat gesessen. Vielleicht kriegen wir es nachher noch hin, 1000 Slimes zu killen oder so. Wer weiß. So, halt. Du musst da hin. Geh weg. Du musst auch da hoch. Wenn die irgendwo reingetriggert sind und back. Und so ein Knockback bekommen, einfach das Geilste. So. Jetzt kommst du nachher, mein kleiner Dicker. So, sehr schön. Kommt her. Alle hier. Zack, bam, Maul. Fresse hier. Echte. Boah, jetzt haben sie uns gestunt, du. Ui, bist jetzt langsam kurzzeitig. Uiuiuiui, ich bin jetzt so erschreckend, du. Nein. Da kommen wir dann auf Geode raus, dann zerklopfen wir die einfach. Yay. Wir sind wenigstens auf jeden Stand. Aber es ist eigentlich fast logisch, dass der Geode rauskommt, ne? Das würde ich aussehen schon. Von der Form her passt es sehr gut zusammen. Da ist noch was. Da haben wir noch zwei Scheiß drauf. Wir gehen einfach runter. Oh, guck mal.
Ah, die Karotten sind auch nicht verkehrt. So, so. Und das ist es einfach. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit... Ja, komm, spring runter. Na, das ist Glück vielleicht wieder... Oh, 7 Ebenen. Uiuiuiui. Boah, aber fehlt da... Ne, dass man da was brechen dürft, ne? Also, im Stein kommt das jetzt raus. Es ist immer so random in diesem Geoden. Da gibt es nichts Festes, keine Parameter. Auf dem Dino-Ei mit dem Blöden. Da gibt es null einfach. So mega nothing, gar nichts. Ich war schon auf Ebene 84 oder 87. Vollkommen, glaube ich, morgen raus. Übermorgen? Bin mir nicht ganz sicher, muss ich nachschauen. Auch hier, guck mal. Oh, da steht ja was. Aber ich kann nicht lesen. Denn ich war nicht bei der Alpha-Tele von Münster. Ich habe mich nicht abgeschrieben. Oder aufgeschrieben, warte mal. Ist wohl das Geilste, wenn einer verbieten, also ist ein böser Witz jetzt, aber nicht falsch verstehen, zu seinem Kurs gehen, dann wird hingeschrieben auf ein Stück Zettel so, Kurs fällt heute aus. Hm, Problem ist, kann nur keiner lesen. Dö. So, da ist nix. Hey, Mr. Slimy, komm zu meiner Party, ich schlapp dir mal meine Freunde vor. Du Vollfreak, geh sterben. Oh, kein Platz mehr. Lässt sich ändern. Lila hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht. So. So. Perfekt. Hast du eigentlich das Museum schon fertig? Vielleicht ist bei dir Bug, dass du das Dino-Ei nicht finden kannst. Willst du die Suche auf das Dino-Ei noch einen großen Update verschieben und vorher anders machen? Ja, gut, die Frage ist, wann das Update kommt. Der A programmiert ja da schon seit Ewigkeiten rum. Den Gedanken, dass es bei mir verbuggt ist, das hatte ich ehrlich gesagt auch schon, weil das kann es ja echt nicht mehr sein langsam. Selbst wenn ich jetzt mal hochrechne, was ich schon alles an Kisten hatte und es mathematisch mal runterbreche, ist ja nicht so, als ob ich Mathematik nicht so ganz verstehen würde. Also ganz doof, was das betrifft, bin ich, behaupte ich mal nicht, ne? Und von daher, ja. Gehe ich irgendwo auch stark davon. Oh, jetzt kommt doch her, du kleiner Homo. Entschuldigung. Nicht falsch verstehen, aber ich hasse die Viecher. Danke. Blödes Tricksvieh da. Ja, genau, da bleibst du drin. Das ist perfekt. So, sehr schön. Ach, nö. Ich gehe niemals kaputt, Tiere. Jetzt können wir hier nicht langlaufen. Du scheinst alle Steine aufklopfen, bis es tiefer geht. Aber wir laufen mal vorher da lang. Oh, guck mal. Ich bin ein Arschloch. Ich mach dir Damage. Aber du hast nicht mit meiner Sub-Sub gerechnet. Denn meine Sub-Sub ist unbeschreiblich gut. So, Slimies. Hello. Na, komm her. Hopp, stirb. Hallo? Spiel? Oh, ja. Da waren wir also noch nicht. In der Ebene hat man so etwas noch nicht auf dem Level. Interessant. Uiuiui, ich bin fasziniert. Der Gegner ist auf einmal so schnell krepiert. Uiuiui. Ah, oh, hallo Mr. Slimy. Na, was geht so? Komm. Geh einfach sterben. Dankeschön. So, jetzt kommen wir gleich mal nach Weg nach unten wieder. Oh, Geode, danke. Noch eins. Oh, da geht's einige Level tiefer. Nehmen wir mal an. Ja, 5 Level, das ist okay. Ah, nö. Da sind wir die scheiß Mumien. Haben wir eine Bombe? Ja, sogar 2. Cool. Da können wir die erstmal triggern. Dann müssen wir alle mal auf einmal killen, die Mistviecher. Oh, wenn das ist, was ich denke, dann flippe ich aber aus, ich sag's euch. Absetz mal. Yay, wir haben die Mumie gekillt. Woo! Okay, Mumie 1, komm mal mit. Eine Tasche? Mit Kohle, schade. Ich dachte gerade, kommt was raus vielleicht. Komm, hier lang. Nur die KI von den Viechern ist ein bisschen blöd. Die checken das nicht, wo sie langlaufen können. Deswegen muss man den kurz hier den Weg befreien. Da ist aber nichts mehr. Halt, Mr. Mumie, mitkommen. Mitkommen bitte, Mr. Mumie. Ah, sie sind alleine hier heute. Ja, sei mein Freund. Du willst mich töten? Nein, doch, du tust mir nicht gerade weh. Tut mir leid, wollte ich nicht. Deswegen springe ich sie jetzt, Mr. Mumie. Tschüss, Mr. Mumie. War schön mit Ihnen. Oh, das tat mir jetzt selber auch ein bisschen weh. Sup.
Njom. So, jetzt haben wir den Mumien auch mal gekillt, ne? Jetzt haben wir die Aufgabe im Spiel auch mal erledigt. Das heißt ja auch, er war es wahrscheinlich gar nicht, aber wir haben es getan. Ah, nö. Was ist denn hier los? Alter, seid ihr behindert? Ach, dann verzieh dich doch, du Mistviech. Ah, noch mehr Fledermäuse. Oh Mann, geh zu Batman zurück. Echt, verzieh dich. Blödes Kind, du. Alter! Was ist denn heute hier los? Batman Convention oder was? Also, ich wollte schon sagen, BlizzCon, aber falsche Abteilung. Das ist eine Batcon dann. Welche Quests hast du eigentlich noch? Oh Gott, welche Quests ich noch habe? Sind immer viel. Catch a Lingard, Granny's Gift, Fish Stew, Catch a Squid, Chaos G-Light. Keine Ahnung, was ich damit will. Mit Chaos G-Light. Check ich nicht. Habe ich mal, wollte es mal übersetzen über Google Übersetzer, aber kam irgendwie nichts Intelligentes dabei rum. Muss ich mal dazu sagen, also das war irgendwie so, naja, meh, ne? So, haben wir noch eine Bombe? Nö, schade. Ach ja, ist nicht schön, ein bisschen durch Minimeter durchzuhacken. Vor allem mit dem Schwert, das ist eigentlich echt einfach. Ich möchte nur gucken, ob hier irgendwelche Kisten sind, weil auf denen ruht eher meine Hoffnung. Kann es sein, dass wir hier echt gerade keine einzige Mumie haben? Na, nicht ganz. Yo, Mumien frei. Läuft. Geh mal runter. Bleiben wir nicht mehr lang bis 10, hätte ich gesagt. Also, in-game natürlich. Und dann schauen wir mal. Kannst du eben auch mal ab und an... Alter, ja klar, erst keine Mumien, dann so viel. Geht's noch? Yo, läuft. Ist okay. Fuck you. Ja, alle hier antreten, bitte. So, meine Fresse, was geht denn hier für ein Film? Wir müssen sofort aus der Triggerzone raus. Sonst wird das hier gleich mega widerlich. Jetzt hätte ich hier gern bitte eine Leiter, wo ich schnell nach unten kann. Wäre sehr lieb. Vorher noch ein bisschen Sub-Sub. Nicht, dass wir jetzt gleich sterben. Alter, übertreibt halt. Er ist keine Mumie, jetzt gleich so viel. Oh, oder ein Loch, das tut's auch. Ich nehm's Loch. Hui. 8 Level. Oh, ist okay. Na. Oh. Jetzt komm, ab, stirb. Hallo. Danke. Sehr lieb von Ihnen, dass wir heute gestorben sind. Extra nur für mich. Ah, ja, klar. Ist okay, hab's verstanden. Ah, da geht's hoch. Sehr schön. Sehr schön, dass es nicht runtergeht. Seid ihr blöd? Alter, seid ihr behindert. Oh, guck mal, da ist er, der Fremde. Meine Fresse, ich will den Weg nach unten haben. Au. Ah, das war die falsche Waffe. Autsch, tut weh. Schnell was futtern. Oh, Mann. Wird Zeit zu gehen. Ich merk schon. So. So, ist hier oben vielleicht irgendwo ein Ausgang? Hallo? Die respawnen gleich. Danke. Ah, puf. Oh, hier können wir bleiben kurz. Das geht noch. Ich möchte einen Slime killen. So, perfekt. Natürlich nichts bekommen. Jetzt grasen wir ihn noch schön kurz ab. Wir dürfen erstmal vielleicht doch 1, 2 Geode noch kriegen und dann machen wir die Flatter. Dann sagen wir gleich, oh, it's getting late, Boogie. It's getting late. So, dass die Fliege hier mal durch kann. Die werden auch ein bisschen herumfliegen, nicht immer nur die gleiche Seite sehen. Dann muss man so denken, so, ich komme nie an das Ende, in andere Ende der Wand. So traurig. Tja, meine kleine Fliege. So ist es halt. Ich krieg niemanden Dino ein, du blödst mich. Ja, jetzt gehen wir nicht Richtung Heimat. Machen hier ein kurzes Päuschen. Werden hier ein bisschen durchlüften auf jeden Fall, weil it's getting warm, ne? Wie gerade eben schon erwähnt. Die Grafikkarte tut nicht ihr Übriges gerade dazu, um es hier kühl zu halten. Im Gegenteil. Takas, wondering where you have been. Oder? Your royal horse waits patiently for your return. Ach, ich finde es so schön, wie es betont. For your return, homie.
Blub, 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 blub. Ja, ist ja die alte mal über schon geschoben, ne? Blöde Kuh da. So, das verkaufen wir im Grunde theoretisch fast so ziemlich alles, was wir heute da drin bekommen haben. So, dankeschön. Ja, 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 Taka kann sich ja selber aufräumen, das finde ich schön. Flup, flup. Oh, die Weine unten sind fertig. Machen wir morgen früh. Machen wir morgen früh. Weiß ich. So, 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 so. Also, Taka, dann knack mal gut. Mein Kleiner. Wir sehen uns dann kurz nach der Pause. Ach, Jim. Alter, nee, Alter. Jetzt kam ich nämlich nicht da. Ach, du bist ein Arschlochkind. Ich komm da nicht ran! Ich komm nicht ran! Ich kann nicht pennen! Halt doch die Schnauze! Es ist ein Scheiß wie... Verpiss dich, du Mistviech! Jetzt? Boah, du bist doch ein blödes... Gott! Entschuldigung, wenn ich gerade so ausfallend geworden bin, aber... Was war das? Ich könnte die Couch vorher nicht aufheben. Den Stuhl, also die Bank, meine ich. Meine Fresse. Da gehen ja mir doch echt die Lichter aus. So, sehr geehrter Mann. Wir sehen uns in einer kurzen Pause wieder. Und bis gleich. So, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße herzlich willkommen zurück am Stück bei Stardew Valley. So, wie sieht unser Glück heute aus? Unser Glück ist heute beschissen immer noch. Mann, das gibt's ja nicht. Hallo, Kind. Hallo, Lea. Hallo. Oh, was? Ach, Mann. Pussy, so. Ja, das Kind wächst halt und so, ne? Die Frau braucht wieder Alkohol. Ich kenne sie ja. Also, ne? Hier, Stoff. Ah, that's exactly what I wanted. Thank you. No problem. Fuck! Schon schreit sie voll aus dem Organ raus oder so. Boah, fuck. Lauter kaputte Idee nur noch. Wir nehmen euch. So. Zack, 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 zack. Da habe ich inzwischen meine Methode rausgefunden, wie es am schnellsten geht hiermit, ne? So. Zack, 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 zack. So. Pah, das ist nämlich mal ein Rekord, Mann. Akkordarbeit, du. Meine Fresse. Den ganzen Moment hauen wir jetzt allerdings raus. Wir haben ja noch genügend auf Lager. Sollte so schnell ja nicht leer gehen. 1, 2, 3. So. Achso, wir könnten eigentlich mal Dinge vorbeischauen bei unseren Kinder-Slimes, ne? Das ist aber jetzt gerade nicht dein fucking Ernst, dass da ein fucking Dings wächst, oder? Alter, ich raste aus. Und hier auch? Boah, das gibt's, ne? Diese Saplings. Alter. Hi, Jimmy. Ne, du Kleiner, ich geh nicht auf die Seite. Was machen wir da? Arsch, du, echt, du. Meine Fresse, Katzen nur in ihr Eigenleben. Vor allem ihren eigenen Kopf, was die immer manchmal haben. Lass mal noch ein bisschen sammeln. Manchmal echt die Hölle. Oh, ne, Witz. Ne, brauchen wir nichts machen. Das ist okay. So, aber das kann ich ja kurz weg. Das ist, okay. Das ist gut so. Sup, sup. Hallöchen, meine Kinder. So. Ich will überlegen, was wir jetzt machen wegen dem Dino-Ei. Ich hatte halt sicher die Schnauze voll von dem Dino-Ei, muss ich sagen, wie es ist. Ich habe auch keine Lust, euch das jetzt noch weiter anzutun. Das ist ja auch mir persönlich, muss ich primär dazu sagen, ne? Weil das kann es nicht mehr sein. Das ist scheiß Ding einfach nicht droppt, Mann. Okay, uns fehlen eh noch ein paar Artefakte. No problem und so, ne? Aber das... Ja. Was soll ich dazu sagen noch, ne? Das Einzige, was ich mir gesagt hätte, ich komme jetzt mal her und gehe einfach in die... Alter, ich will doch nicht dieses Schaf melken. Geht doch, danke. Ich würde herkommen und einfach jetzt in eine normale Mine gehen, da klopfen. Weil eigentlich... Ja, ich weiß nicht, also ich glaube euch gar kein Thema. Denk Alex an die Wiki, wobei die Wiki ist ein falsches Scheißding, das ist mir eh schon aufgefallen. Manchmal ist doch alles Käse, mit Juna ist einfach scheiße. Sorry, wartet mal kurz, ich glaube. So, Mikrofonposition kurz einrichten am Headset. Sonst könnte es sein, dass ich etwas übersteuere. Beziehungsweise, dass ich etwas zu laut wirke. Das möchte ich natürlich nicht. Dann fliegt nämlich den Leuten, die das Ganze über Kopfhörer hören, das Trommelfell weg.
Da ich selber auch jemand bin, der relativ viel, weil aufgrund der Schulter natürlich, ja, wow, Frame Drop, komme ich natürlich auch her und schaue relativ viel über Kopfhörer an, weil ich da natürlich schon relativ früh wach bin meistens. So. Also wirklich früh. Aber ist halt auch Kopfhörer und ja. Manchmal denke ich mir so, super, ich stelle das Ding gerade voll auf Anschlag und höre dich so, hallo! Denkst du so, what the fuck, Alter? Warten wir nehmen unsere Mega. Nein, unsere Mega, sup, sup. Und dann drücken wir die 4 und kabam, Schrott. Kabam, Schrott. Ab in die Wüstenmine, Mine, ich weiß nicht. Sollen wir das heute echt tun? Geben wir uns den Stress? Ja, zur Abwechslung ist was, wir gehen in die Wüstenmine. Vielleicht finden wir da noch irgendwas halbwegs Intelligentes? I don't know. Aber warte mal, wenn das mit dem Schwert geht, könnten wir dann theoretisch auch nicht mit anderen Sachen probieren? Ne, ihr wisst, was ich meine. Sup, sup. Verkauft die Tante wieder Geode, oder? Das ist immer so random. Warte mal, die hat doch wahrscheinlich auch immer einen bestimmten Tag. Ah, heute ist Freitag. Nein, Honey, wir könnten jetzt im Grunde noch schön zurückgehen. Warte, machen wir das Abend? Ja, wir gucken, dass wir nicht zu spät wegkommen, dass wir eventuell noch zur Tante kommen. Die, weiß ich nicht, wenn ich nur Härchen? Bin jetzt blöd? Ah ja, da. Super, sehr viel rausgekommen. Die, mit ihrem lila Schwein da immer rumsteht. Da ist nix, da ist nix, da ist auch nix, da ist auch Schrott, da ist auch scheiße, 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 alles scheiße. Sehr große Auswahl an Scheiße. Kommst du jetzt mal her, oder was wird... Oh, dann verpiss dich halt. Ah, jetzt kommst du wieder, hä? Bisschen Vollhorst, gestorben. Die haben auch schon lange nichts mehr gedroppt, ne? Voll übel. Oh, ein Geode. Oh, ho, I'm so excited. I just can't hide it. You know, you know, you know, you know, you know, and you want you, you want you. Geil, das wird bestimmt jetzt von YouTube gesperrt, weil es eine 1:1 nachmache, weil die definitiv denkt, das ist original. Ah, fuck you, Gamer. Was? Nein, würde ich mal sagen. Nein, nein, nein. Ihr habt nicht dafür gehört. Das ist. Ich? Nein, 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 nein. Nichts gegen Rechte und so weiter und künstlerische Aktivitäten, aber da könnte man viel machen. Oh Gott, 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 oh Gott. Da stelle ich ein Video hoch, wie ich das auskacke und ganz ehrlich, das ist dann, Dingenskirchen, wie heißt? Kunst. So, sagt das. Ich wette mir gleich die 2 Steine, die ich jetzt nicht kaputt gemacht habe, da ist der Weg runter. Hundertprozentig. Und es ist auch gerade so mega spannend mit diesen ganzen Tieren, die wir gerade alle finden. Und Gegnern, Alter. Ey, mich zerreißt ja förmlich. Oh, Geode. Jetzt habe ich. Hat die noch einen Donut gefuttert? So. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, ein Dino zu bekommen? Steht irgendwo in der Wiki drin, ich habe allerdings die Seite nicht mehr gefunden. Beim Angeln ist die Wahrscheinlichkeit 0,1, also die Drop-Chance liegt bei 0,1, das in der Kiste zu bekommen, wohl bemerkt, bei 0,16 bis 0,18%. Beim Main lag sie, glaube ich, bei 0,5 bis 0,8. Beim Monster Slayen lag sie irgendwo bei, keine Ahnung, 1%, 2%. Kann aber theoretisch auch wieder nicht stimmen, weil, ja. Guck, das hier zum Beispiel. Das geht einfach ein kaputtes Mistviech. Ich glaube, sie sind eh untouchable, die Mistkerle. Da. Ja. Und der Wiki steht eigentlich ja drin, dass man das Vieh eigentlich nur in der Bergmine findet. Aber okay. Dein hat geschrieben in dem Forum, er hat es bei der Bergmine im See gefunden. Ich wollte eigentlich einen Punkt zum Angeln zu gehen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch einfach. Ich gehe jetzt angeln. Ich habe keinen Bock auf die Minenarbeit hier. Das war viel zu mühselig. Muss hier viel tun und klicken. Ich bin fauler Farmer geworden. Wisst ihr, seit ich eine 750.000 auf dem Konto habe, ne? Habe ich einfach zu viel Geld für so einen Scheiß. Aber wenn sich echt rausstellt, wenn ich vor mal so herkomme und es kommt dann irgendwann in gefühlt 20 Jahren das Update raus für Stardew Valley. Vielleicht eventuell zusätzlich mit dem Multiplayer, das wäre natürlich schön. Warte mal, Takar, lass mal da stehen. Wir gehen hier lang. Nee, das war auch falsch. Warte. Stadt. Und kriegen dann auf einmal, warum auch immer, vom Dino, ganz ehrlich, ey, dann raste ich aus.
So, hallo. Nein, nicht schon wieder Fresse, Alter. Du verfressenes Kind, du... Och, Client. Echt. Der wird einmal zu dir kommen und dann bist du nicht da. Du bist ein Pisskopf. Was haben wir da? Ja, das sieht alles noch gut aus. Blubberblasen oder so. Ach, scheiß auf Blubberblasen. Bringt doch eh nichts. Oh, guck mal, ein scheiß Stück. Oh, Mixed Seeds. Hey, ho, 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 ho. Ich bin fasziniert. Ja. Und von daher sehe ich das alles irgendwie so relativ in dem Dino. Das hätte bei allem hätte schon 100.000 Mal droppen müssen. Bei dem, was wir alle schon weggeslammt haben und weggebasht haben und geangelt haben und ach, weiß ich noch alles, ne? Ach, hör mir auf. Es ist utopisch hoch, die ganze Sache. Also das Spiel muss mit dem Drop, ne? Oder, also ich gebe der Briefsiegel, wenn ich den zweiten Spielstand anfange und mit dem herkomme was soll ich sagen? Mit dem Herkommen und Anfangen, genau. Geh einmal angeln, zack, bam, Tino. Also dann rast dich aus. Dann dreh ich voll durch. Aber hundertprozentig dreh ich durch. Doch, ich dreh dann mega schwer durch. Das ist eigentlich eine gute Idee, dann durchzudrehen. Darf ich dann auch durchdrehen? Ist das erlaubt? Ich glaube schon. Doch, doch, bin mir ziemlich sicher. Oh, ich rufe die Kisten. Soll ich eigentlich das andere Sub-Sub-Zeug fordern? Probieren wir das andere Sub-Sub-Zeug. Das ist zumindest eine Fishing-Chance höher. Alter, wir haben ein Bad Day heute. Ach, das ist alles Käse. Da stimmt irgendwas nicht. Das mit dem Bugfixer oder mit den Bugs habe ich auch gelesen. Oder mit dem Hinzufügen von den Mining-Sachen. Vielleicht war meine Version einfach so, dass sie keine Dino-Eier enthält. Kann auch sein. Was weiß ich. Ja, ist halt einfach so. Blödes Ding da. Boom! Oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas erhalte. Ich bin so schwer fasziniert, dass ich unwichtige Sachen in den Mülleimer schmeiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, sorry dafür gerade, aber da wird man ein bisschen crazy dabei, bei dem ganzen Sache hier. Ja, sonst... Wow, chill dein Leben, all... Und da war eine Kiste, du bist ein... Und hundertprozentig wäre das Ei drin gewesen, oder? 100 pro? Komm, beiß doch wieder, du kleiner Geisteskrank. Aber du kommst, du hast ja keine Luft gegen sowas. Null. Wir müssen gegen so einen Fisch ankommen. Da müssen wir von vornherein wissen, wie lang geht, ne? Das ist ja... Brainfuck. Einfach krank. Weiß, es weiß gar nichts sein, ey, mega, ich kotz. Weißt, dann kommt sowas, wo dann denkst du, okay, richtig hardcore, bam, könnte was werden, zack, boom, nee, Fisch spawnen 50.000 Mal hoch und runter, voll die epileptischen Einfälle haben die Mistviecher, du. Ach, bleib doch mit dem Schrott weg. Ich hole mal echt noch die Mod, dass ich leichter angeln kann, dass Angeln nicht mehr so schwer ist, echt, ohne Scheiß. Weil so einen Fisch kriegst du nie. Vielleicht auch das Glück, dass es da irgendwie droppt oder so. Müsste ich eigentlich mal nachhaken, ob die irgendwelche Mods installiert hatten, die wir neu bekommen haben. Oh Mann, ist der Ofen im Käse. Ich gebe mir jetzt nicht den Fick und streng mich hier groß an. Blöder Fisch. Alter, verpiss dich doch jetzt. Ach, kannst du mich mal? Komm, bleib da oben. Verpiss dich. Tschüss, danke. Ich gebe mir noch den Stress hier, aber... Tschüss! Und ich habe einfach noch so viel Stardew Valley zu spielen. Mann. Ich bin selber fasziniert davon, wie ich das hinkriegen will. Ey, mit der Motivation gerade. Oh ja, jetzt kommt ja schon eh kein Ei. Kein Ei und keine Kiste, sowohl als auch. Irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Themen? Über was wollt ihr reden? Gamescom? Also ich war nicht da, und ihr? Ich werde aber nächstes Jahr dort sein, definitiv. Habe ich ja schon vor einer Weile vor... ein paar Folgen erwähnt, theoretisch so gesehen, ich weiß es gar nicht. Wie lange wir aufnehmen, wie lange wir streamen, kein Plan, Dino-Ei, yeah, nein, Geode, super, was ist das gleiche.
Was ist geplant, ja, weil nächstes Jahr ist die Gamescom ein bisschen anders. Sie geht dann von Dienstag bis Samstags, wird aber links Mittwochs da sein, bis Samstags wohl bemerkt, weil, ja, natürlich nicht ein. Gamescom ist groß, wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch größer und dann brauchst du Zeit, da durchzuschlappen. Und wenn man da gleich früh morgens am Start ist, dann hat man da relativ gute oder recht gute Karten. Ich werde links so losfahren, dass ich dann pünktlich einchecken kann.